Ich grüße euch zu diesem neuen Video. Herzlich willkommen zum Update meiner kleinen Einkaufstour. Ich hatte ja gesagt, dass ich nochmal zu einem anderen Fachhändler fahre und dort eine Online-Bestellung entgegennehme, die ich zum Abholen angekreuzt habe. Dann war ich auch noch etwas im Laden einkaufen und jetzt gehe ich das mal schnell durch hier. Funke Fortexanuts, kleine Single-Shots, ähnlich wie halt, wie man sie kennt, die Größe Nico Flashbangs mit Silberwirbel, beziehungsweise mit Wirbelaufstieg und anschließenden Salutschlag, der nicht allzu laut ist, aber mit diesem Wirbel ist schon mal was anderes, mal was Neues. Die Silberraketen von Funke, die ich letztes Jahr nicht bekommen habe und dieses Jahr endlich habe, und da habe ich schon richtig Bock drauf auf die Teile, muss man auch nichts weiter sagen. Sind einfach für F2 richtig gut. Ein Klassiker, der Chuku 1, jetzt aber in der Variante von Funke, ist ein Artikel, den sollte man schon seit Kindheitstagen kennen und in vielen Sortimenten immer dabei. Und jetzt gibt es hier die Variante in der Viererschachtel von Funke mit blauen Sternen. Weil ich das noch richtig in Erinnerung habe von Videos her. Ja. Ebenfalls schöne kleine Neuheit. Gemini Doppelschlagraketen von Funke. Die habe ich dort noch spontan mitgenommen für 18,99. Noch größer konnte man es echt nicht auf die Packung schreiben. Weil die Verpackung hat ein super geiles Design und das ist ja das, was mir bei Funke immer besonders gefällt. Da könnte man sich schon wirklich bald an die Wand heften hier. So sehen die Raketen aus. Treiberraketen mit zwei Covern, jeweils oh, zwei Effekte drin in jeder Rakete. Da können hier die Doppelschlagraketen lange nicht mehr mithalten. Die konnten da noch nie groß was, finde ich. Weil ich bin kein Fan von Weko-Raketen, die lasse ich immer liegen im Laden. Die einzigen Weko-Raketen sind die Goldrausch-Raketen. Die sind in Ordnung, aber diese Plop-Raketen, da bin ich überhaupt kein Freund von. Da gebe ich doch lieber etwas mehr aus, hab dann Qualität. Auch wenn es dann eben etwas weniger ist. Aber die Qualität muss eben stimmen. Dann Stammflockenraketen von Funke. Ebenfalls sehr schöne Raketen mit diesem Blättertanzeffekt. Ist auch mal was Neues. Zerleger und dann diese fallenden Sterne. Richtig zum Genießen. Und ebenfalls richtig schöne Aufmachung. Kann man sich ebenfalls schön an die Wand heften noch danach. Dann die Hammer Single Shots von Gao. Ich weiß jetzt nicht, welche Charge das ist, aber ich denke mal, die sind immer noch richtig top. Ich hatte ja die erste Charge, da sahen die komplett anders aus vom Design. Das hier gefällt mir allerdings sogar wirklich noch etwas besser. Dann die erste Charge der Gold Blue von Funke. Noch ein paar Luftheuler. Dann auch nochmal spontan mitgenommen, konnte ich nicht widerstehen. Ich habe ja davon schon die pinke Variante und dort gab es noch die blaue. Der Lone Star Feuertöpfe, die Knisterteufel, Big Warbors, Crackling Balls, Big Balls, Gold Fontaine von Funke, ebenfalls eine Neuheit. Und zum Schluss die Tropic Scream von Tropic eben. Ja, ich hatte letztes Jahr eine ähnliche Batterie, die hieß The Wolf, war von Fire Event und. Das hier ist ebenfalls eine Tiefentonheulerbatterie mit anschließendem Blinkerbouquet. Die ist sogar noch etwas besser vom Bouquet her als die ich da letztes Jahr hatte. Ich kriege auch noch so eine ähnliche von Leslie in meiner Halbbestellung, wenn sie endlich mal ankommen würde. Ja, das war's. Das sehen wir schon wieder durch. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns dann wieder bei meiner Halbbestellung. Drei Pakete, da muss ich mich dann aber wirklich beeilen, weil das wird richtig knapp. Gut, das war's von mir. Habt noch einen schönen Tag. Ich sage erstmal ciao, bis zum nächsten Video.